Meine Damen und Herren, Croissant, herzlich willkommen in der Sendung «Das Aperitif von gestern» mit dem von heute Morgen zusammenmischt. Ja, ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Nur ist, wie jetzt kommt, ist nicht gerade gut. Wir haben alles gemacht, was wir kennen. Wir haben das ganze angesteckte Rüst genommen, aber verstehe ich, sie ist alt gewesen. Ihr wisst ja, wir haben uns selber gewundert, dass es so lange ausgehalten hat. Wir haben es am Tropfen hängen geht, es hat helfen durchhalten. Und ich wollte eigentlich einfach durchroten, solange man sie noch anlösen kann, ein letztes Numero zu kaufen. Es macht das sicher Plaisir. Ah, pardon, ich hab's echt gar nicht genau gesagt. Ja, ich rede von der Französischen Presse. Ja, schon ein paar Jahre leidet sie alle Gelder wieder in der Palliativversorgung, gell? Sie hat effektiv schwer gelitten. François und La Tribune sind in der Leichenkammer gelandet. Le Monde, Libération, Le Nouvel Obst haben in der Privatklinik müssen. Und nice matin hat Scheer gar ein Hirnschleier gemacht. Und alle die Lieder am Älterwerden und am Rückgang von ihrer Antikerver. Enfin, von ihrer Leser. Wir haben ein paar medizinische Behandlungen probiert, ja. Wir haben unsere Hoffnung in die Pup gesteckt, zum Beispiel. Aber warum denn, dass ich Investoren eine Seite in einer Zeitung bezahlen, wenn sie auf dem Internet genau Leute kennen, sie wie sich für die extrem saugfähigen Windeln interessieren? Wir sind nicht die Labenhand auf der Seite. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, wir haben unsere Hoffnung in die Leserschaft gesteckt. Millionen Leser auf dem Internet. Aber die mit grossen Titel schnappen und gleich wieder abhören. Die sind auch vor den Zeitungen Hiesel geguckt. Und die bringen kein Geld in die Kasse. Wir haben unsere Hoffnung in die Unterstützung vom Staat gesteckt. Aber trotz was man denkt, gibt Französische Presse mehr wie das, was sie bekommt. Wir haben unsere Hoffnung in die Milliardäre Retter gesteckt. Aber der Mathieu Picasso, der Xavier Niel und der Patrick Drahi haben nicht gerade das Profil von Pressefreiheit Rochengel. Wir haben sogar unsere Hoffnung in ein neues goldenes Zeitalter von der Presse gesteckt. Mit Hintergrundartikeln, kompromisslose Untersuchungen, qualitative und hochwertige Informationen, ohne Polarisierung in der Debatte und ohne freche Titelseite. Sind wir blöd gewesen? Ja, an was wollen wir denn nur gedenken? Eigentlich gibt es ja extra Alim für ein Schießpapier. Ja, wer bräuchte denn heutzutage noch eine Zeitung? Ja? Dr. Lose höchstens. Aber wären die bereit, für sie zu kaufen?